Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. Wir spielen den DLC Road to Gehenna und sind gerade in einem Minispiel. Das Neuvolk unter Meer, und jetzt begeben wir uns auf zum Schurkenversteck. Das Schurkenversteck von Smai Tschernobyl. Yes, wir wollen es mit der üblen Schlange aufnehmen. Wir sind bereit. Ohne Waffe? Oh, Moment mal, es gibt keinen Sinn. Weil wir haben Schild und... wir hatten noch irgendwas. Dann gehen wir doch nochmal zur Hütte. Zum Glück musst du da nicht noch einmal hin. Dann schauen wir nochmal zum Palast. Vielleicht haben die ja noch. Ah, super. Er ist auch nicht so ganz begeistert. Nochmal zum Gast. Ah, Kerker. Das ist aber neu, oder? Malerischer Kerker. Ein wunderschöner Kerker im traditionellen Norfolk-Stil erbaut, mit handgefertigten Steinmauern, die mit exquisiten Algen geschmückt sind. Eine alte Messinglaterne steht auf einem Tisch beim Eingang, aber du bist dir nicht sicher, ob du sie mitnehmen darfst. Untersuchen wir sie doch etwas näher. Bei näherer Betrachtung siehst du ein Schild, auf dem kostenlose Laternen steht. Hineingehen? Es ist zappenduster, du wirst wahrscheinlich auf eine Mine treten. Untersuchen wir die Laterne näher. Nehmen die Laterne. Und dann gehen wir rein. Du betrittst den Kerker. Er ist innen genauso schön wie von außen. Ein Labyrinth aus kleinen, kurvenreichen Passagen, geschmackvoll angeordnet. Auf nach Norden. Du gehst für kurze Zeit nach Norden und dir fällt die hohe Qualität der Inneneinrichtung auf. Insbesondere die Fackeln wurden mit großer Vorsicht in genau gleichen Abständen angebracht. Der Effekt ist entzückend. Am Ende des langen Tunnels findest du einen Raum. Ein Butler scheint hier auf dich zu warten. Sein Gesicht besteht aus Haut. Wäre von Vorteil. Aber darunter kannst du das Summen von Maschinenteilen hören. Ah, okay. Grüße Gott. Grüße, guter Herr. Ich bin Samuel, der Butler. Ich habe ihr Kommen seit Anbeginn der Zeit erwartet. Eine Prophezeiung sprach von ihrem Kampf gegen den monströsen Smai Tschernobyl. Nach der Prophezeiung fragen? Wahrhaftig, die Prophezeiung wurde auf einer Maschine mit Texten aus der Zeit, bevor diese Welt entstanden ist, entdeckt. Der Text prophezeite, dass eines Tages jemand kommen würde, um Norfolk unter Meer von dem Unterdrücker zu befreien und die Menschheit und die Herrschaft des Reiches zu erringen. Ich habe ein Schwert für sie vorbereitet, um dies zu erreichen. Fragen wir noch nach ihm? Ah ja, der widerwärtige Schlangengott, der unsere Welt versklaven will. Ein ekliges Biest, das uns nie mit seinen Gesetzen und seine Fragen in Frieden lässt. Frieden ist alles, wonach wir uns sehnen. Der ewige Frieden der Zeitzyklen, in dem jeder von uns ohne Bindung und ohne Angst existieren kann. In dem er einfach eins mit der Welt wird. Dann nehmen wir das Schwert an uns. Und begeben uns jetzt dann aber endlich zum Schurkenversteck. Auf geht's. Yes, zum Angriff. Du konfrontierst den Schlangengott Smai Tschernobyl in seiner Höhle. Der Kampf ist lang und hart, aber schließlich hast du Erfolg, wo so viele vor dir gescheitert sind. Als du aus der Höhle kommst, bist du blutüberströmt. Deine Hände zittern, in deiner Schulter steckt ein riesiger Zahn. Und du trägst den Kopf von Smai Tschernobyl. Du bist siegreich. Zurück zum Palast. Du betrittst den Palast, deine Trophäe stolz über deinem Haupt erhoben. Die Wachen klatschen. Ich kann nicht glauben, dass du es tatsächlich geschafft hast, sagt Hadmihit. Hat mir hier, was ist denn für ein Name? Du bist ein wahrer Ritter, du hast eine große Belohnung verdient. Hat mir töten und sein Reich übernehmen. Boah. Belohnung nehmen? Wir nehmen mal die Belohnung. Wir sind ja bescheiden. Die größte Belohnung ist Inspiration. Hör mein Lied und befreie deine Imagination. Hat mir fängt an zu singen. Das Lied ist einfach, aber betörend schön. Du verschwindest. Du befindest dich an dem Strand, an dem alles begann, in der Nähe deines Hauses in Gadariki, an der friesischen Küste. Und spielst mit geschlossenen Augen Klavier. Du fühlst dich, als ob du ein wenig geschlafen hättest, aber jetzt hat die Inspiration endlich zugeschlagen und du komponierst ein unvergesslich schönes Stück Musik in deinem Kopf. Manche deiner Freunde machen sich Sorgen, dass du nie das Dorf verlassen wirst, dass du nie ein Abenteuer erleben wirst. Aber du teilst ihre Angst nicht. Du weißt, dass die Freiheit in dir wohnt und du ganze Welten finden kannst, indem du nur hier sitzt und in die Unendlichkeit blickst. Aha, das soll die Leute wohl davon überzeugen, dass es toll ist. Hey, respektierter Bürger und seit sind wir aktiver Mitwirkender. Sehr schön.
Was wollte ich gerade sagen? Das soll die Leute bestimmt sicher davon überzeugen, dass es toll ist, hier zu bleiben, auch wenn man gar nicht wirklich frei ist. Wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, was wie wo schon offen war und was noch nicht. Ist das schon wieder sowas? Ich erkunde die Galerie in Ruhe. Intelligenter, essbarer Quadrupeder. Sehr schön. Schauen wir uns noch diese traurige Giraffe mit unempfänglichen zwei Beinen an. Okay. Woanders hingehen. Logikkreise. The Blacksmith. Okay. Ich sehe in sechs Dimensionen. Wow. Okay. Woanders hingehen? Wo die Menschen leben. Klassische Ideen vom Glücklichsein. Irgendwie. Das Ganze drumherum macht zwar viel, trägt zwar viel dabei, um viel dazu bei, um das Spiel etwas aufzulockern. Aber irgendwie, wie gesagt, fürs Let's Play, ich höre jetzt auf, das ganze Zeug vorzulesen. Sonst werden wir nie fertig, befürchte ich. Wenn Interesse besteht, willst du gerne für dein Lieblingswerk stimmen? Nicht jetzt. Kann man am Ende gerne nochmal irgendwie eine Sonderfolge machen, wo man vielleicht die ganzen Sachen mal durchgeht und liest. Also es werden wahrscheinlich 4, 5 Folgen mindestens, wenn es reicht. Ich würde jetzt lieber gehen. Exit. Aber sonst sind wir wahrscheinlich mit 50 Folgen mindestens beschäftigt, bis wir hier fertig sind. Jetzt muss ich schauen, wie ich hier wieder rauskomme. Nämlich keine Ahnung, wo jetzt nochmal der Eingang war, aber ich glaube da hinten irgendwo. Ich finde immer noch so klasse, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das Ding fliegt da immer noch oben in der Gegend rum. Ich bin begeistert. So, ein Level fehlt noch. Und zwar... Wo muss ich dafür hin? Da hinten. Hier ist das letzte Level. Nichts kann der Demokratie mehr zuwider sein, als eine Person zu inhaftieren oder im Gefängnis zu halten, weil sie unbeliebt ist. Das ist der wahre Test der Zivilisation. Churchill gesammelte Werke. Okay. Was ist denn das da? Geflügelter Affe mit einem komischen Kopf? Ich weiß nicht, was es sein soll. Ein Gargoyle war es nicht wirklich. So nah, so fern. Na, ah, okay, deswegen. Ah gut, es funktioniert ja. Okay. Jo, hehehe. Das hilft mir wahnsinnig weiter. Verdammt. Wie komme ich denn? Machen wir es halt erstmal so. Wow. Da ist noch ein Konnektor. Ich hätte es vielleicht aufmachen sollen. Das wäre sehr hilfreich gewesen. So. Hopp. Wo ist denn? Da. So, 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 so. Ach so. Mist. Okay. Das heißt... Nee. Ich schaff's ja nicht. Hä?
Gehen wir mal dadurch. Da hinten ist ein Sterntor. Irgendwie. Warte mal, wir nehmen mal neu auf. Halt. Ich würde einfach nochmal kurz durchschauen, was da wirklich zu finden ist auf der Seite. Oh, stell dich drauf. Nichts. Das ist einfach nur Ende. Okay. Ja, jetzt weiß ich auch, warum das Level so nah, so fern heißt. Ah, ich wollte es mitnehmen. Das blöde Ding. Verdammt nochmal. Ich kapier's ehrlich nicht. Wie schaffe ich's bitte, mich darüber zu katapultieren und trotzdem hinten alles offen zu haben? Ich habe nicht die leiseste Ahnung gerade. Sag mal. Das hilft mir hier alles nichts. Jo. Nee, keine Chance. Ich muss hier mit ihm hier irgendwas anderes machen können. Irgendwas muss hier möglich sein. Es gibt's überhaupt nicht. Gibt's doch überhaupt nicht. Was hat eigentlich der Stern hier zu sagen? Ich meine, von welcher Seite kommt man da überhaupt hin? Oder muss man da reinfliegen irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich meine, ich komme mit meiner Kopie da nicht rüber. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm hier rüberkommen kann, um da drüben was zu machen. Kann mich nur selber rüberschießen. Weil mir will wirklich ums Verrecken nichts einfallen. Was ich hier machen kann, um nur ansatzweise weiterzukommen. Das gibt's doch überhaupt nicht. Oh. Rüber muss es dann trotzdem. Ah. Na schauen. Was macht denn dann der Knopf da? Aha. Okay, das war mir aber auch neu. Das ist aber schon mal relativ spannend, dass das gar nicht nötig ist. Ach, wahrscheinlich ist der Knopf dafür zuständig. Aber ich schaff's nicht, das Ding anzumachen und das dann da drüben hinzu. Hinzubringen, den Strahl.
Das gibt's nicht. So. Ja, an wäre schon mal. Der tolle Ventilator. Ich bin gerade echt... Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. So, warte mal, wir haben jetzt zwei Konnektoren und können eine Aufnahme machen. Wenn wir den hier hinstellen, in der Aufnahme, und hier einen zweiten hinstellen und dann rüberfliegen, können wir zumindest schon mal das eine rote Tor aufmachen. Das nehme ich jetzt so einfach mal auf, beziehungsweise brauche ich da einen zweiten Connector zu. Okay. Drüben geht der Ventilator gerade, glaube ich, nicht. Das heißt, ich muss den dann wieder... Ja, okay. Nee, ich weiß, wie ich beide Ventilatoren herbekomme. Das ist kein Problem. Ich hoffe nur, dass es dann auch wirklich der richtige Ansatz ist. So. Warte.
aufnehmen. Das nehmen wir einfach mal so ein bisschen auf hier. Schauen wir, können ja den schon mal da drauf stellen. Jo. Das muss auf jeden Fall reichen. So. So. Schön. So, dann wollte ich in der Aufnahme. Genau, das einmal so. So. Und den darüber. Jetzt habe ich nur leider keine Ahnung, wie lange ich brauche, um die beiden Ventilatoren, die beiden Konnektoren da wieder rüber zu bringen. Aber ich stelle mich da einfach mal pauschal drauf. Jo. Damit der Ventilator da nämlich schon mal an ist und ich dann immer rüberfliegen kann. Aber Mist, ich komme nur einmal wieder zurück. Kommt mir gerade. Nee, komme ich gar nicht. Ich kann ja drüben den Ventilator wieder hinstellen, den ich dabei habe, da drauf. Ja, ja, nee, alles klar. Alles klar, alles gut, alles machbar. So, das muss jetzt eigentlich erstmal reichen hier. So. Stell dich da mal bitte, ne? Komm. Komm, tu es. Jawohl. Jawohl. So, einmal. Was haben wir hier? Sam, ja. Na also. Ich habe den zweiten hier gar nicht mehr gebraucht. Oh, was ist denn da hinten noch? Da geht's ja noch weiter mit einem blauen Strahl. Ah, da gibt's einen Stern. Wir haben ja zwei Konnektoren. Reichen die? Nee, wie bringe ich denn das da auf? Da müsste ich ja zuerst auf die... mit einem roten Strahl. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss hier eigentlich... Das soll wie gerade laufen lassen, dass die Tür da offen ist, aber... Braucht dann eigentlich... Wieder zwei Konnektoren, um an den Stern hinten ranzukommen. Gut, ob ich das mache, weiß ich jetzt gerade nicht. Wir beenden diese Folge jetzt hier auf jeden Fall. Ja, damit haben wir dann auch das erste Gebäude auch abgeschlossen. Weiter geht es in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.